Hallo? Hallo? Schon jemand da? Hallo? Wo seid ihr denn alle? Hallo. Hi, Stefan. Hi. Ja, Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen verspätet habe. Also so die 30 Sekunden, es tut mir leid, ich war gerade noch in einer anderen Telco. Okay. Ah, guck mal, da sind Komm, komm. Ja, Ferdin und unten. Hallo. Hi. Hallo. Hi, 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 Und hi. fertig geht das Geschäft mit den Pillen besser? Oh, das boomt. Das boomt sowas von den Leuten, die kaufen, die Hab ich endlich doch haben es erkannt. gesagt. Ach, da ist ja auch. Hallo. Hallo. Hängst du am Kopf? Clara? Kein Tropf. Hi, Clara. Na klar. Hallo. Alles okay bei dir? Super. Okay. Oh, okay. Also dann eröffne ich mal heute. Ping. Pong. Schön. Hallo, hallo allerseits. Schön, dass ihr wieder da seid. Wollen wir eine kleine Runde machen, wie es denn eben gerade so geht und so? Und habt ihr denn auch alle mein Mandala bekommen und überhaupt? Ja, ich habe dein Mandala bekommen. Ich habe gerade eben mit New York telefoniert. Also, wenn es da so weitergeht, dann habe ich da echt Probleme, weil die sterben ja weg wie die Fliegen, also meine Kollegen. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich sollten die da drüben ein gutes medizinische Versorgung haben, also zumindest die, die Geld haben. Ich Glauben halt meinte, nicht an die Globuli. Ich hab's dir gesagt. ich meinte jetzt mehr so, Stefan, wie es dir so geht, eine Befindlichkeitsrunde. Naja, er lebt noch. Ich lebe noch, weil ich hier im Homeoffice in Frankfurt arbeiten darf. Und da bin ich froh drüber, dass ich dieses Jahr in New York nicht dieses Jahr gemacht habe. Also, Ah, okay. Okay. sonst wäre ich ja jetzt in New York seit Januar. Das Also. wäre blöd, ja. Oh, okay. Und Sind wir wie. nicht alle irgendwo anders? Und Sind wie wir ist nicht dir. alle nie da, wo wir eigentlich hingehören? Mal ganz ehrlich. Clara, ich wollte gerade sagen, wie es mir seelisch geht. Ne? Ich meine, das sind ja Freunde von mir, die da drüben verrecken. Also, wie soll es mir da gehen? Seelisch? Ja? Bist du sicher, dass du über die Seele redest gerade? Und dann verrecken? Freunde? Es gibt Menschen, die sollten verrecken. Einfach so. Verstehst du, Stefan? Es gibt Menschen, die haben es echt verdient. Wer zum Also, Beispiel? wie seid ihr denn drauf? Nehmt ein bisschen Arnika. Das hilft. Glaubt mir, ich habe es probiert. Das hilft echt. Und Ich du, gebe geb weiter an Janine? den. Ich gebe weiter an den nächsten. Wie geht's dir denn, Janine? Ich bin eigentlich total K.O., weil ich so viel Stimmbildung gemacht habe. Oh. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nichts wird mit dem Sopran. Das ist Oh peinlich. nee, das wäre ja furchtbar. Janine, Naja, ich meine, das so muss echt furchtbar. unbedingt was werden mit dir Eigentlich und dem Sopran. ja, Nicht aber schlimm. es gibt Schlimmeres offensichtlich. Und ich bin nicht so müde, dass ich mich jetzt nicht wieder ärgern könnte. Okay. Ich nehme mich mal ein bisschen zurück. Und du, Ferdinand, wie dir scheint's, ist dir besser heute? Ja, mir geht's gut. Mein Drucker ist kaputt. Das heißt, ich kann keine Rechnungen ausdrucken und an die Kunden zuschicken. Ich muss das Oh. jetzt alles per Hand schreiben. Aber das ist eigentlich richtig schön, weil dann schreibe ich da auch noch was Persönliches an meine Kunden. Okay. Und Und dann zahlen die auch. ja, die zahlen und die sind begeistert davon. Ich habe dann jeden noch so ein paar kleine Schnörkel drunter gemalt. Toll. Also Das Drucken ist. Mandala, das du geschickt hast, das war eine echte Inspiration. Ich habe jeden so ein kleines Mini-Mandala drauf gemalt. Sie sind Oh, begeistert. toll. Das ist ja, ne, das finde ich toll, Ferdinand. Das finde ich Ja. super klar. Clara, dir geht's nicht gut. Clara? Also was denn? Dir geht's nicht gut. Sie.
Oh je. Ich hab keinen Hut. Was? Ich habe keinen Hut. Du hast keinen... Du nimmst das doch aber nicht, oder? Ich habe keinen Hut. Stellt euch vor, ihr lernt einen Typen kennen, ja? Pass auf. Okay, ich kenne euch ja jetzt schon lang genug, ja? Ich erzähle euch jetzt mal wirklich was Persönliches, ne? Ich habe so einen Typen kennengelernt, ja? Der Dirk. Und Dirk hat eine Anzeige geschrieben. Da stand drin, ich habe die Anzeige noch hier. Ich bin eine angenehme Person. Kork und Fliesen legen ist für mich kein Problem. Wenn auch du gerne bei einem Gläschen Wein über das Leben nachdenkst, dann melde dich doch bei mir. Ja? Habe ich mich gemeldet? Ja, super. Habe ich mich gemeldet? Ja? Habe ich gedacht, ja, so einen Typen kennenlernen ist vielleicht nicht verkehrt. Es war schon scheiße erlebt mit dem Vätern deiner Kinder, aber ist ja egal. Kann ja nur besser werden, ja? Oh Gott. Ja, und dann? Dann hat er gesagt, er liebt Schafskäse. Versteht ihr? Er liebt Schafskäse über alles. Wenn er so schön im Backofen gegrillt ist. Oh. Ja, was macht man denn dann? Man nimmt Alufolie, richtig? Und was habe ich gemacht? Ich hatte mir einen Aluhut gebastelt. Extra für dich. Okay. Extra für abends, weil ich gedacht habe, Erdstrahlung hört man doch immer so, ja, so Yoga und dass es alles gut ist. Und dann hatte ich mir extra einen Aluhut gebastelt und dann hatte ich keine Alufolie mehr. Dann habe ich die Alufolie genommen und habe Schafskäse drin gegrillt und jetzt kommt der Hammer, ja. Hat super funktioniert mit dem Typen. Super funktioniert. Super. Okay. Ja, wir waren auch einmal im Bett. Ja, war schön. Er hat mir auch voll geilen Kork gelegt. Und ich habe ein frisch gefliestes Bad. Oh, ein frisch gefliestes Bad. Okay. Aber ich habe keinen Aluhut mehr und keinen Typen mehr. Weil er da gesagt hat, du kannst ja nicht mal Schafskäse richtig, ja? Das und was habe ich davon? Ich bin schwanger. Er legt mich doch am Arsch ab, es ist doch kacke, so scheiße. Clara. Ich komm wieder, ich geh jetzt mal heulen. Clara. Ui. Ah. Da hilft noch keine Globuli. Oh. Vielleicht kannst du das deine Annika vorbeischicken, Ferdinand. Wenn sie weggeht, weil sie den Schafskäse nicht richtig macht. Ich habe das jetzt nicht genau verstanden, weil sie hat ja die Alufolie für den Schafskäse genommen. Also eigentlich hätte der Schafskäse ja lecker schmecken sollen, weil sie hat ja den Hut umfunktioniert, um den Schafskäse drin zu machen. Ja, aber den also, muss man auch richtig würzen. Dass man Schafskäse anders machen muss. Bitte? Vielleicht hat er eine Theorie, dass man Schafskäse anders machen muss. Ja, man kann Schafskäse auch in solchen Grillformen machen, also... Das war ein Schafskäse-Nazi. Aber ich meine, ich verstehe nicht genau, was da verkehrt gehen kann, wenn man den Schafskäse auf die Alufolie tut und dann in den Backofen. Ich glaube, das ist nicht ganz das Problem. Geht's man muss besser? Auch würzen. Ach ja, oh, voilà. Jetzt hat sie sich auch noch... Clara. Entschuldigung. Clara. Ja, Entschuldigung. Sollen wir dir einen Hut schicken? Nee, kein Hut. Können wir dir anders irgendwie helfen? Ich will meditieren. Warum meditieren? Mandala. Okay. Wir haben Mandala ja, gemacht. Schnell die Mandala. Schnell die Mandala. Ich habe ja gesagt. Ich wollte eigentlich noch nach den Meditationsbüchern fragen, aber komm, wir machen auf. Die Mandalas ganz ja, ich schnell. Ich habe mal ein sinnvolles Mandala gemacht. Okay. Also ich habe eine Ich erkenne da jetzt nicht, bei dir ist der Weißzeichner an, Stefan. Da kann man nicht erkennen, weil es zu weich ist. Moment, eben. Und man kann dann das Bild mal nicht erkennen. Aus. Ja. So, also ich habe ein Mandala gemacht. Ich habe eine Uhr draus gemacht, die immer auf 11:55 zeigt. Okay. Es ist so passend zum Leben. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Es passt zum Leben, es passt zu meiner Philosophie. Und das Schöne an dieser Uhr ist, die kann nie später als 11:55 sein. Also es kann nie was passieren. Okay. Okay,
Toll. Das ist sehr philosophisch, denke ich doch. Ja, stimmt. Also der 5 vor 12, Stefan. Okay. Okay, aber alles in Schwarz, das sagt ja auch was aus. Das habe ich ja geschrieben, dass die Farben, die man benutzt, ja auch was aussagen. Ja, das sagt aus, dass ich in meinem Homeoffice nur Schwarz als Farbe habe. Oder das. Und auch nicht Farbe gekauft. Okay, noch jemand anders mit dem Mandala? Ja, ich bin aber irgendwie noch nicht ganz fertig. Ich habe angefangen. Okay. Aber, naja, ich zeig's mal. Also, sieht man das? Muss ich da näher ran? Ich sehe es gerade nicht. Das ist blau. Ein bisschen hoch noch. Nur ein bisschen, ja. Ah, okay, das kann man schon gut sehen, dass der Kern sozusagen in dem Sinne aus Feuer ist wie eine Sonne. Aber das Kühle außenrum gleicht das auch wieder aus. Das sagt ganz, ganz viel über dich aus, Ferdinand. Das ist okay. Super. Weißt du, ein ganz kochender Mann innen drin, aber außenrum durch eine stabile, kühle... kochender Mann! Ich glaube... Ich bin Schafskäse nicht gegessen! Ja. Das... Oh, vielleicht... Janine mit dem Mandala? Oh! Oh Gott, Janine? Ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe welche gekauft. Ich muss sie höher halten. Kannst du die mal höher halten? Halt mal richtig ran an die Kamera. So? Super. Das ist auch ein schönes Mandala und sagt echt viel über dich aus. Und das Spannende bei euch beiden ist, dass es sozusagen umgedreht ist. Weißt du, bei ihm ist Feuer, ne, drin und außenrum das Kühle, was es hält. Und bei dir ist innen drin das Licht und außenrum das Kühle, was es hält. Das ist eine sehr schöne Kombi bei euch beiden, finde ich jetzt mal so. Sagt auch was darüber aus, wie so eure Beziehung wahrscheinlich ist. Finde ich super. Aber auch trotzdem auch malen, Janine. Jetzt geht die Klammer wieder weg. Also ich mal bis nächstes Mal was. Okay, super. Also solange die Clara weg ist, zeige ich euch auch noch mein Mandala. Das sagt auch ganz viel über mich aus, ne? Könnt ihr das gut sehen? Ja, kann man gut sehen. Das ist viel Weiß dazwischen. Viel unbeschriebenes Blatt. Nein, das ist die Klarheit. Mein Mandala hat ganz viel mit Klarheit zu tun und die Farben sind auch sehr aussagekräftig und haben ganz viel damit zu tun, dass ich total ausbalanciert bin. Das kann man an meinem Mandala ganz toll sehen. Ne? Leichte Mitte, ist ganz leicht und außenrum trotzdem was Stabiles, aber nicht so fett, sondern so ganz zart. Ich bin ganz zart und ausgeglichen als Mensch. Das sagt mein Mandala über. Das ist voll schön. Das ist so schön. Das ist so schön, dein Mandala ist so schön. Denn auch. Das ist gemacht, klar. Clara, ich bin da zwar kein Experte, aber ich habe mir mal sagen lassen, wenn man schwanger ist, soll man nicht saufen. Echt? Bist du Experte? Ja. Nein. Siehst du? Aber du hast ja auch gerade einen Zettel in der Hand gehabt, ne? Mit deinem Mandala? Das ist mein Mandala. Ich habe angefangen zu malen. Dann haben es natürlich meine Kinder entdeckt. Oh. Sie fanden es auch ganz toll. Du musst auch bei dir den Weichzeichner ausschalten. Dann kann man es besser erkennen. Clara? Ich habe keinen Weichzeichner an. Doch, hast du. Hast du, Clara? Es seht doch keinen Scheiß, ich habe doch keinen Weichzeichner an. Doch. Ich habe keinen Weichzeichner. Mach ihn einfach mal an. Dann mach doch einfach den Weichzeichner an. Ich habe keinen Weichzeichner an. Nein, hast du nicht. Ich habe keinen Weichzeichner. Nimm mal ein bisschen weg, von weg ein bisschen weg von der. Ah, okay.
da sieht man aber auch deine Anfänge und deine Kinder sind ja wirklich sehr expressiv, ne? Kann ich auch gleich was zu sagen? Ich wette, das Blaue war von dem Mädchen gemalt, stimmt das? Stimmt. Siehst du, das kann man gleich erkennen, weil so der mütterliche Einfluss macht sich da bemerkbar, ne? Und das ist ja eine sehr kraftvolle Person, ist die Clara, ja, ne? Da kann man das sehen. Die Nina, Nina ist meine Tochter, die hat es gemalt, ja, das stimmt. Die ist heute bei der Oma. Toll. Die ist heute bei der Oma. Ich muss mal niesen. Ja. Aber es bringt ja alles nichts. Ohne Schafskäse. Da bin ich wieder. Also, ihr habt es schon sehr schön gemacht mit den Mandalas und lasst uns das ruhig noch ein bisschen ausarbeiten. Ne? Und vielleicht jetzt Clara dann mit den Tricks abfüllen, weil jetzt kommt ja die Yoga-Position gleich und dann die Meditation. Okay, wollt ihr noch was berichten vom Meditieren oder sollen wir einfach loslegen? Loslegen. Loslegen? Loslegen. Okay, dann ich zeige euch das jetzt mal. Ne? Dann bleibt erstmal sitzen, damit ihr es sehen könnt. Und dann steht ihr auch auf und macht es auch. Aber ihr guckt euch das erstmal an. Also das ist eine Yoga-Position, die ich erfunden habe. Ne? Die nennt sich das große Blinken. Ich muss noch ein bisschen den Bildschirm kippen. So, das große Blinken, okay? Also, das beginnt damit, dass man auf dem linken Bein stehen bleibt und das rechte hebt, aber der Fuß ist dabei angewinkelt, ne? Und dann nimmst du die Arme hoch und musst gucken, was für dich gut ist. Manchmal ist es gut unten, manchmal ist es auch gut oben. Ich mache meistens in der Mitte, ne? Und jetzt das große Blinken. Eine Warnblinkanlage. Das super, sieht geil aus. Das macht ganz viel. Das ist ein Blinker, ne? Oder? Macht ganz viel mit den Meridianen, die von der Hand aus sozusagen losgehen. Da laufen ganz viele Meridiane lang. Ne? Und es macht was mit dem Körper, dass man das auf einem Bein macht. Okay, steht mal auf und macht das auch. Macht auch mal. Macht es vielleicht Clara nicht, die ist schon so betrunken, aber wie die anderen. Schreibst du dir das auf, Clara? Ja. Aufstehen und das rechte Bein hoch, ne? Mit dem Fuß anwinkeln, ne? Und dann mit den Händen das große Blinken machen. Genau, das große Blinken. Das könnt ihr dann auch noch ein bisschen üben für euch. Okay, danke. Das könnt ihr dann auch noch ein bisschen üben für euch, wenn wir fertig sind mit Meditieren. Und dann müsst ihr mir mal beim nächsten Mal berichten, ob ihr das gemerkt habt, was das alles mit den Meridianen in eurem Körper macht. Ne? Okay. Okay, dann geht es jetzt darum, den Hut zu holen. Du bleibst auf dem linken stehen und hebst das rechte. Dann, und dann werden die Hände warm oder was erwarte ich? Na, du machst das einfach mal und berichtest mir, was passiert, weil das betrifft den ganzen Körper. Die ganzen Meridiane, die hier langlaufen, ne, werden alle aktiviert. Ne? Und dann erzählst du einfach mal so von deinem Gesamtwohlbefinden. Lara. Ich hab dich schon wieder gut auf. Wir machen jetzt ganz schnell die Augen zu zum Meditieren. Alle schnell die Augen zu. Und alle mal die Augen zu. Alle mal die Augen zu. Und ich sag euch genau, ich sag euch das Meditationswort für Lara, alles klar. Meditieren jetzt nicht mehr trinken. Einfach hinsetzen und die Augen zu und mit meditieren. Und also das Wort heute, was wir benutzen, das ist Shiri. Das sind zwei I und hier. Das macht dann auch noch Schiedsrichter oder was?
Nein, das ist ein indisches Wort, Schiri. Und die I sind ganz ist lang. Deutsch der Schiedsrichter beim Fußball. Ich dachte, der hat geplättet. Ach, nee. Ich will hier meditieren. War das nur ein Hobby? Der redet in den Chaos. Nein, ich glaube, der ist Fliesenleger und nebenbei Schiedsrichter. Oh, in einer kleinen Liga. Ja, ja, dritte Liga, vierte Liga. Irgendwo. Sagen wir alle Schiri, okay? Und okay. Wieder schön Augen zu und ich klingel und dann geht's los. Okay, los geht's. 45 Minuten, wir kennen das schon. Schiri. 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 Schiri.